Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen alle Fische, Krebse und Skorpione zu eurem Reading aus dem Tarot für die kommenden 4 Wochen. Also meine Lieben, ich muss schon sagen, die Hauptenergie, die heute bei euch gefallen ist, hat mir wirklich Gänsehaut bereitet, denn es geht scheinbar um eine Seelenpartnerschaft zwischen einer Wasserzeichen-Dame und einem Erdzeichen-Herrin. Also ich kann es fast nicht anders ausdrücken, dass dieser erste Impuls so stark war, als ich die Hauptenergie herausgemischt hatte, denn da wollten 2 Karten gleichzeitig aus dem Deck springen, die 6 Kelche und der König der Münzen. Und mein allererster Impuls war, dass dieses Reading scheinbar geschaffen ist für jemanden, der sich in einer Seelenpartnerschaft befindet mit einem Erdzeichen, ja, Stier, Jungfrau oder Steinbock, oder aber mit einem Mann, der viel Erdenergie im Geburtshoroskop hat. Denn wir wissen, dass auch der Aszendent und das Mondzeichen wirklich sehr wichtig sind, ja, bei vielen, gerade in den Seelenpartnerschaften, den Herren, die dem Gefühlsklärer-Kollektiv angehören, dominiert irgendwo ein Erdzeichen im Geburtshoroskop. Ja, das ist einfach ja, aus der Erfahrung heraus so festzustellen. Und viele Loslasserinnen sind in der Tat Wasserzeichen. Also das ist jetzt natürlich hier ein sehr spezieller Fall. Und dieses Reading ist prädestiniert dafür, ein erweitertes Reading anzubieten, speziell zur Entwicklung einer Seelenpartnerschaft jetzt in den kommenden Wochen, wenn du dich angesprochen fühlst. Ich werde dieses Reading jetzt hier allgemein deuten, werde auch versuchen, noch ein paar zusätzliche Deutungsimpulse einfließen zu lassen, die jetzt über die Seelenpartnerschaft hinausgehen, denn die 6 Kelche stehen auch immer mal für eine Kindheitsgeschichte, ja, hier könnte eine Vaterwunde mit dem Münzkönig und den 6 Kelchen gemeint sein, also im allgemeinen Reading hier gehe ich so ein bisschen auf mehrere Aspekte ein. Wir haben hier die Hauptlegung, über der habe ich schon eine Meditation gemacht, da gebe ich euch auch alle Impulse weiter, die ich darüber hinaus über die reine Kartenlegung empfangen durfte. Und wir haben hier das Crystal Vision Tarot als Klärungsdeck. Da werde ich uns noch Klärungskarten herausmischen, aber ich werde ein erweitertes Reading aufnehmen und zwar speziell für diejenigen unter euch, die sich in einer Seelenpartnerschaft befinden und da ist der Seelengefährte eventuell ein Erdzeichen oder ist in der Energie der Erdzeichen. Ja, meine Lieben, wie immer bei den allgemeinen Legungen, spürt in euch hinein, ob ihr mit den Botschaften in Resonanz geht. Das ist diesmal schon ein bisschen speziell. Ja, vielleicht, wenn du sagst, nö, das hat jetzt mit meiner Situation gar nichts zu tun, schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Wenn es einer anderen Elementegruppe entspricht, ist es vielleicht diesmal stimmiger. Ja, wie gesagt, meine Lieben, 2 Karten auf einmal aus dem Deck gesprungen auf meine Frage, welche Energie ist jetzt denn für die Wasserzeichen in den kommenden 4 Wochen entscheidend? Und da fallen die 6 Kelche und der König der Münzen. Wie gesagt, mein erster Impuls war, dass es sich hier um eine Seelenpartnerschaft handelt, die 6 Kelche, eine der Seelenpartnerkarten im Deck, und dass dein Seelenpartner eventuell ein Erdzeichen ist oder ein Mann, der in der Energie der Erdzeichen ist. Es könnte auch eine Frau sein, ja, in den gleichgeschlechtlichen Beziehungen oder wenn du als Mann schaust, könnte es auch die Münzkönigin sein. In jedem Fall ist dieses Thema, ja, in den kommenden Wochen scheinbar für dich sehr wichtig und präsent. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe aber einen zweiten Deutungsimpuls erhalten. Und zwar könnte es auch sein, dass es bei dir im Moment darum geht, eine Wunde aus deiner Kindheit anzuschauen und zur Heilung zu bringen, die eventuell mit deinem Papa oder einer männlichen Bezugsperson zu tun hat. Der Münzkönig, ja, symbolisch vielleicht für einen Mann, der als dein Papa oder als eine männliche Bezugsperson in deinem Leben nicht wirklich emotional so zugänglich war, wie du es dir gewünscht hättest. Ja, das nehme ich wahr. Und diese Wunde könnte jetzt durch eine bestimmte Lebenssituation, vielleicht auch durch den Seelengefährten, ja,
ausgelöst, angetriggert worden sein, sodass du sie jetzt zur Heilung bringen kannst. Ja, also das habe ich hier wahrgenommen. Und wenn wir mal hier in die Vergangenheit schauen, ich habe gefragt, aus welcher Energie kommst du? Und da fällt die Gerechtigkeit. Das ist die Karma-Karte im Tarot. Und ich habe das Gefühl, dass du schon sehr gut erkannt hast, ja, was deine Aufgabe in diesem Prozess ist, nämlich in die bedingungslose Liebe deiner selbst zu finden. Das war der gechannelte Impuls zu dieser Karte. Die Gerechtigkeit sagt dir, dass es Zeit für dich wurde und das hast du scheinbar auch erkannt, die Verantwortung für dein Leben, für dein Glück, für das Lebensgefühl, mit dem du durch den Tag gehst, jetzt selbst zu übernehmen, ja? Und ich glaube, du warst in der Vergangenheit nicht immer bereit, komplett für dich einzustehen in dieser Beziehung, ganz gleich, ob es jetzt eine Vater-Thematik ist aus deiner Kindheit oder auch ein Seelenpartnerprozess, ja. Ich glaube, dass du vielleicht dich tatsächlich erst in den letzten Wochen und Monaten hier wirklich in dein Selbstwertgefühl hineinentwickelt hast, um zu sagen, nein, ich mache niemand anderen mehr dafür verantwortlich, dass es mir nicht gut geht. Ich möchte niemandem mehr die Macht darüber geben, zu entscheiden, wie es mir geht. Ja, weder in dem Fall dem Papa noch dem Wunschpartner, dem Seelenpartner oder auch dem Beziehungspartner. Wir holen uns mal eine Klärungskarte zur Gerechtigkeit. Warum fällt hier die Gerechtigkeit? Dankeschön. Hier haben wir die vier Münzen. Die vier Münzen, das ist eine Karte, die im Prinzip anzeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, ja, dir immer wieder bewusst zu machen, dass du wirklich vielleicht zu lange an etwas festgehalten hast, wo du vermeintlich dachtest, das könne dir Glück bescheren. Und dann hast du aber erkannt, und das ist vielleicht noch gar nicht so lange her bei vielen von euch, dass es immer nur darum geht, deines eigenen Glückes Schmied zu sein. Ja, die vier Münzen im Rider-Waite-Tarot ist es die Karte, die diesen Mann zeigt, der seine Münzen fest umklammert. Ja, er steht mit den Füßen auf den Münzen, er umklammert die Münzen. Du hast lange Zeit an etwas festgehalten und bist dir jetzt aber bewusst geworden, dass Festhalten oder auch das Kontrollieren einer Situation keinen Sinn macht. Ja, diese Kartenkombination steht für mich auch für das Loslassen. Es könnte sein, dass du tatsächlich entweder einen alten Schmerz aus der Vergangenheit oder eben auch eine, ja, ich möchte fast sagen, Art emotionale Abhängigkeit losgelassen hast, um zu verinnerlichen, dass der einzige Mensch, der wirklich für dein Glück sorgen kann, du bist. Ja, also das ist sehr interessant. Wir haben im Unterbewusstsein die 10 Kelche. Deine Seele sagt dir damit, das ist das, was du verdienst. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser Münzkönig hier bislang zumindest nicht bereit war, dir tatsächlich einen gefüllten Kelch zu reichen. Ganz gleich, ob es sich um einen Seelenpartner handelt oder vielleicht auch um deinen Papa. Ich nehme diesen Mann oder die Frau, ja, wenn es für dich eine Frau ist, selbst, das ist jetzt aber nur sehr intuitiv wahrgenommen, ein Stück weit gefangen in sich selbst war, nicht wirklich fähig, das Herz zu öffnen, Gefühle zu zeigen, nach außen zu gehen mit dem, was wirklich in diesem Menschen ist, ja? Und deine Seele möchte aber die 10 Kelche. Die 10 Kelche, ja, das ist eine komplett erfüllte Lebenssituation. Da gehört es aber auch dazu, und das ist hier auch die Seelenbotschaft, ja, aus deinem Unterbewusstsein, dass du zunächst deine 9 Kelche, ja, alle mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung füllst, denn genau damit machst du dich bereit, dass dir ein Mensch den 10. Kelch reicht, der dann aber auch gefüllt ist. Ja, und da werde ich, wie gesagt, das Gefühl nicht los, dass dieser Münzkönig
bislang nicht unbedingt den gefüllten Kelch zu reichen hatte. Ja, wir sehen hier die neun Schwerter, ja. Das ist eine Karte, die steht für Schmerz, für schlaflose Nächte, für Grübeleien. Das ist eine sehr gegensätzliche Energie, ja. Auf der einen Seite sehnt sich deine Seele sehr nach Glück, nach Erfüllung, nach Leichtigkeit, nach Freude. Aber auf der anderen Seite ist hier noch Schmerz in deinem Energiefeld spürbar. Und zwar Schmerz darüber, dass dieser Mann, wer immer das für dich ist, oder diese Frau, dir nicht das geben kann oder geben konnte, was du dir von ihm gewünscht hättest. Ja? Also das spüre ich. Das ist eine schmerzliche Situation, die hier liegt. Aber du hast dich schon ein Stück weit da durchgearbeitet, so nehme ich das wahr, vor allem hier mit der Gerechtigkeit und den vier Münzen. Du hast ein Stück weit losgelassen und die geistige Welt möchte dich hier mit diesem Reading noch mehr dazu ermutigen, weiter loszulassen. Denn an der Stelle zeige ich euch mal hier die Unterseite des Rider-Waite-Tarots, da liegt nämlich der Wagen. Und der Wagen steht für Vorwärtsbewegung, ja, dafür loszugehen, weiterzugehen, dich wieder auf den Kutschbock deines Lebens zu setzen. Das passt sehr gut zu dem Impuls, den ich hier dauernd habe während dieses Readings, dass dieser Münzkönig entweder immer noch oder zumindest eine lange Zeit deines Lebens die Macht darüber hatte, durch das, was er getan hat oder was er nicht getan hat, zu bestimmen, wie du dich fühlst. Und das möchte jetzt zur Heilung kommen. Ja, das möchte zur Heilung kommen. Ich habe dann gefragt, wie geht das Ganze denn weiter? Ja, wie entwickelt sich die Situation dann in Richtung Mitte, Ende November? Und da haben wir die zwei Kelche. Das ist eine tolle Karte und da bin ich sehr gespannt aufs erweiterte Reading, denn da werde ich natürlich mal fragen, bedeutet es denn, dass vielleicht dieser Münzkönig sich transformiert, dass dieser Münzkönig beginnt, seinen eigenen Kelch zu füllen? Denn diese Karte nimmt Bezug zu dem, was ich gerade gesagt habe. Deine Seele weiß, dass du für dich Erfüllung verdient hast, dass du das Beste verdient hast. Und dir wird im Folgenden ja noch mehr bewusst, dass du dich nicht mehr auf Beziehungen einlassen möchtest, die sich nicht im Ausgleich von Geben und Nehmen befinden. Ja? Die zwei Kelche, im Übrigen noch eine Seelenpartnerkarte des Decks, ja, also wir haben hier zwei Seelenpartnerkarten und dann noch die Karma-Karte, also es ist schon sehr naheliegend, dass es sich um eine Seelenpartnerschaft handelt, aber ich darf daran erinnern, auch Eltern können unsere karmischen Seelengefährten sein, also auch wenn das bei dir vielleicht eine Papa-Thematik ist, passt das genauso, ja, denn tatsächlich viele meiner Klientinnen, ja, und das ist ganz egal, ob sie 20, 40 oder noch älter sind, ja, wenn der Papa zum Beispiel noch lebt, ist es ganz oft so, dass ich erlebe, dass sich wirklich gestandene Frauen mit Mitte 50 bei ihren Entscheidungen, die sie treffen, noch immer fragen, was sagt mein Vater dazu, ja, und da möchte diese Karte nochmal den Aspekt hier in die Legung bringen, dass es auch in einer Tochter-Vater-Beziehung irgendwann so sein sollte, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Das ist eine ganz entscheidende Message. Und für die Seelenpartnerschaft bedeutet es für mich, dass du dir sehr klar darüber wirst, ja, dass du dich auf diesen König der Münzen nicht mehr einlässt, wenn er nicht mit einem gefüllten Kelch vor dir steht. Wir bitten mal um eine Klärungskarte zu den zwei Kelchen. Da haben wir den Gehängten. Das ist eine Karte, die sagt, vielleicht ist es so, dass du in der Folgezeit gar nicht weißt, was bei dem anderen passiert. Das wäre auch eine Frage für das erweiterte Reading. Also ich glaube, im erweiterten Reading werde ich hier diesen Münzkönig mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Ja, da werden wir mal ein paar Karten auch noch aus anderen Decks herausmischen und fragen, was ist denn mit ihm? Was passiert denn, wenn du jetzt hier wirklich in deine Kraft kommst, ja, loslässt, weitergehst, dir bewusst darüber wirst? Ich möchte mich nur noch in Verbindungen begeben,
die sich auf Augenhöhe abspielen. Ja, denn mit dem Gehängten fällt hier eine Klärungskarte, die zeigt, es könnte so sein, dass du so das Gefühl hast, es tut sich nicht viel in meinem Leben, aber dabei tut sich vielleicht hinter den Kulissen mehr, als du denkst. Das erfragen wir nachher im erweiterten Reading. Ja, und die geistige Welt bringt eine ganz tolle Karte, nämlich dich als Herrscherin. Das passt sehr gut auch zum Vaterthema, ja. Die Herrscherin ist nämlich eine Frau, die sich nicht mehr klein macht, ja, die ihr eigenes Selbstwertgefühl nicht mehr daran bemisst, wie zufrieden andere mit ihr sind. Ja, das gibt es für die Herrscherin nicht mehr. Und ich hatte vorhin schon mal wahrgenommen, das habe ich euch auch so wiedergegeben, dass dieser Münzkönig scheinbar eine ganze Zeit lang die Macht hatte, darüber zu entscheiden, wie du dich fühlst. Ja, also egal, ob er gehandelt hat oder eben auch, wenn er nicht gehandelt hat, das, was er getan oder nicht getan hat, hat irgendwo Einfluss darauf gehabt, wie es dir geht, wie du dich fühlst, mit welchem Lebensgefühl du durch den Tag gehst. Und hier sagt die Karte, die ja als Rat der geistigen Welt gefallen ist, für dich ist es extremst wichtig, diese Macht wieder an dich zu nehmen. Hier geht es um Selbstermächtigung, so spüre ich das, ja. Oh, das waren zu viele. Wir bitten mal noch um eine Klärungskarte zur Herrscherin. Was möchte uns die geistige Welt hier sagen? Hier fallen die drei Kelche, das ist die Erntedankkarte und da spüre ich sofort, dass die geistige Welt sagen möchte, wenn es dir gelingt, dich in die Energie einer Herrscherin zu entwickeln, wirst du die Früchte deiner Arbeit ernten. Das passt jetzt natürlich sehr schön hier zu den zwei Kelchen und zu dem, was ich hier schon so ein bisschen wahrgenommen habe, könnte natürlich tatsächlich sein, dass sich der Münzkönig hier eventuell in einen Transformationsprozess begibt, vor allem jetzt in den romantischen Seelenbeziehungen, ja, denn das ist schon recht eindeutig der Fall. Mir fällt auch hier der Mond auf. Ich habe ja schon jetzt des Öfteren wahrgenommen in den letzten 2 Wochen ungefähr, dass dieser kommende Vollmond im Zeichen des Widders großes Entscheidungspotenzial ins Kollektiv bringt, ja, während der vergangene Neumond in der Waage noch so ein bisschen im Zeichen des Abwägens stand, habe ich das Gefühl, es kommt jetzt wirklich ein großer Entscheidungsschub ins Kollektiv. Was mir hierzu auch noch einfällt, es könnte tatsächlich sein, dass es sich hier eventuell um eine Dreierkonstellation gehandelt hat, dass du vielleicht mit dem Münzkönig verwandelt warst, aber er hat sich noch in einer anderen Beziehung befunden, ja, und da hast du den Absprung geschafft, ja, das ist aber nur jetzt so ein Impuls noch am Rande. Wir haben hier den Pagen der Münzen an der Unterseite des Klärungsdecks, das ist eine ganz tolle Karte. Hier reicht dir der Page deinen Selbstwert in Form des goldenen Talers auf der Hand, so ist die Karte im Rider-Waite-Tarot illustriert. Das heißt, es geht hier vor allem mit den beiden Gesamtenergien hier unten wirklich für dich darum zu erkennen, du bist ein wertvolles Geschenk, ja. Und wenn dieser Münzkönig in die Transformation geht, dann hat diese Beziehung tatsächlich Potenzial für Glück und Erfüllung. Wenn er das aber nicht tut, dann geht es für dich darum, weiterzugehen. Und genau das soll jetzt auch Thema des erweiterten Readings sein. Ich werde also fragen, wie ist denn jetzt der Impuls der geistigen Welt für die Zukunft? Wo liegt deine Aufgabe? Was könnte in dem Münzkönig vorgehen? Vor allem dann, wenn du loslässt, ja, wie entwickelt sich das Ganze eventuell weiter? Wir werden noch andere Decks dazu nehmen und ja, ich bin gespannt, welche Botschaften wir da zusätzlich empfangen dürfen. Wenn dich das erweiterte Reading interessiert, dann findest du den Link dazu hier in der Infobox, direkt unter diesem Video, einmal auf unsere Website und einmal auf Vimeo. Ja, meine Lieben, ich danke euch sehr fürs Zusehen und wünsche euch spannende 4 Wochen und sende ganz liebe Grüße aus Mallorca. Die Uli, tschüss!